Einst spielten hier Frank Zappa und Herbert Grönemeyer. Doch die Zeiten sind vorbei. Das Haus wird abgerissen. Essen muss sparen, hat 3,3 Milliarden Euro Schulden und erlebt auch noch einen dramatischen Bevölkerungsrückgang. Wir waren im Jahr 1962 die fünftgrößte Stadt in Deutschland, also größer als Frankfurt am Main, mit über 730.000 Einwohnern. Und inzwischen mit unter 570.000 Einwohnern, obwohl zwischenzeitlich zwei Eingemeindungen dazugekommen sind. Also haben wir rund zwei Großstädte verloren. So gibt es immer weniger Kinder. Schulen werden aufgegeben, wie die 100 Jahre alte Bärendelle. Gebaut wird nur noch, um Geld zu sparen. Hier entsteht eine Schule, die aus zwei alten eine neue macht. Bezirksbürgermeister Klaus Persch freut sich über das Richtfest. Essen sei zwar klamm, aber noch nicht pleite. Helfen kann nur der Bund, sagt Persch. Der kenne die Nöte vieler Kommunen, lasse sie aber im Stich. Deshalb sind wir in Essen, auch im Bezirk an der Fülle, sehr traurig, weil aus dem Bund scheint nichts mehr zu kommen. Es ist also in den letzten drei, vier Jahren nicht mehr bekannt, dass irgendwie ein Programm aufgelegt worden ist, was die Kommunen unterstützt. Dabei hatte Schwarz-Gelb im Koalitionsvertrag die längst überfällige Neuordnung der Gemeindefinanzierung in Aussicht gestellt und wollte einen höheren Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer prüfen. Ergebnis null. Im Bundestagswahlkampf wird das Problem gelegentlich beklagt, Lösungen keine. So wie Essen stehen hunderte Kommunen am Rande des Ruins, können staatliche Aufgaben kaum noch erfüllen. Essens Stadtkämmerer Lars-Martin Kliewe muss zusehen, wie er klarkommt mit 100 Millionen Euro Defizit jedes Jahr. Warum die Not der Städte kein Wahlkampfthema ist, kann er nicht verstehen. Weil ich der Meinung bin, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr viel aufmerksamer dabei sind, wenn es darum geht, dass ihrer Kommune Geld fehlt. Weil das Schlagloch vor der eigenen Haustür natürlich viel sichtbarer ist als das milliardengroße Loch im Steuersäckel von Herrn Schäuble. Das Milliardenloch dürfte noch größer werden. Auf Finanzminister Schäuble kommen noch viele Belastungen zu. Doch seit jeher wirbt jede Regierungspartei vor einer Wahl mit soliden Finanzen. Und es ist wie immer. Was nicht passt, wird wieder verschwiegen oder abgestritten. Beispiel Kosten der Euro-Rettung, Schuldenschnitt für Griechenland. Der wird kommen, sagen fast alle Experten, denn Athen steckt tiefer in den Miesen als je zuvor. Dabei wurden Griechenland 2012 schon 100 Milliarden Euro erlassen, immer noch nicht genug. Finanzexperte Professor Claude schätzt Griechenlands aktuelle Schulden auf 300 Milliarden Euro. Er überschlägt, was ein Schuldenschnitt Deutschland kosten könnte. Auch er kommt zu dem Ergebnis, es geht um viele Milliarden. Für Claude 28,4 Milliarden Euro. Das ist schon eine nennenswerte Größenordnung, die eben in dem Moment, wo der Schuldenschnitt erfolgt, dann auch haushaltswirksam werden wird. Das heißt natürlich auch, dass die Vorstellung, wie die Verschuldung auf Bundesebene Schritt für Schritt in Einklang mit der Schuldenbremse heruntergefahren werden soll, die wären dann zunächst natürlich mal Makulatur. Wir wollen nachfragen bei Finanzminister Wolfgang Schäuble, treffen ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung. Auch hier geht es unter anderem um solide Finanzen. Wann wollen Sie dem Wähler denn die Wahrheit sagen, dass ein zweiter Schuldenschnitt für Griechenland erforderlich ist? Es wird keinen Schuldenschnitt für Griechenland geben. Der Schuldenschnitt für Griechenland, wo wir 53% aller Anleihen, die Schulden erlassen worden sind, von allen nichtstaatlichen Gläubigern, war eine einmalige Maßnahme. Also Sie versprechen es hier und jetzt, ein zweiter Schuldenschnitt ist nicht nötig für Griechenland? Einen zweiten Schuldenschnitt, das habe ich nicht hier und jetzt, das habe ich immer gesagt, das haben wir alle gesagt. Das haben die Staats- und Regierungschefs der Eurozone alle gesagt, wird es nicht geben. Es ist eben Wahlkampf. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Michael Puschmann von der Baader Bank schätzt allein Griechenlands Zinslast auf 7 Milliarden Euro im Jahr. Aufbringen könne Athen bestenfalls 5 Milliarden. Diese 5 Milliarden reichen aber nicht aus, überhaupt die Zinsen, die Griechenland für ihre Schulden zahlen muss, zu begleichen. Somit halte ich es für absolut ausgeschlossen, dass Griechenland jemals diese Schulden zurückzahlen wird.
Das sagte kürzlich auch der stellvertretende griechische Finanzminister Christos Stoikouras in einem Zeitungsinterview. Zitat: Unsere Schulden sind hoch und das gefährdet unsere Überlebensfähigkeit. Wir werden mit unseren europäischen Partnern und Kreditgebern über die Erleichterung unserer Schulden verhandeln. Das soll aber erst nach der Bundestagswahl passieren. Darum soll Berlin Athen gebeten haben, in Griechenland ein offenes Geheimnis. Neuverhandlungen, das heißt, Europa und Deutschland werden verzichten müssen. Vor der Bundestagswahl eine unangenehme Wahrheit, denn Deutschland ist selbst hoch verschuldet. Ende 2012 betrugen die Schulden der Kommunen 135 Milliarden Euro, der Bundesländer 645 Milliarden und des Bundes 1,29 Billionen Euro. Insgesamt hat Deutschland heute 2,07 Billionen Euro Schulden. Wohlgemerkt, das sind Altschulden. Mit der geplanten Schuldenbremse haben sie nichts zu tun. Die bezieht sich nur auf die Neuverschuldung. Solide Finanzen. In diesem Sinne wird seit vielen Jahren auch angekündigt, die Steuerhinterziehung wirksam zu bekämpfen. Zuletzt im Koalitionsvertrag von Schwarz-Gelb, Zitat: Die Bemühungen im Kampf gegen die internationale Steuerhinterziehung werden wir weiter vorantreiben. Das Ergebnis dürftig. Wolfgang Schäuble wollte zwar deutsches Schwarzgeld in der Schweiz stärker besteuern, die Steuerbetrüger aber sollten anonym bleiben. Ein Unding, sagen Kritiker. Es war ein roter Teppich für Steuerhinterzieher, ein roter Teppich für die Helfershelfer, nämlich die Schweizer Banken. Es hätte das Schweizer Bankgeheimnis mit der Möglichkeit, Schwarzgeld zu bunkern, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag festgeschrieben. Mehr noch, es sollte keinen Ankauf von Steuer-CDs mehr geben. Gerade die aber bringen Milliarden. Gleichzeitig sind Finanzämter nach Sparmaßnahmen notorisch unterbesetzt. Thomas Eigenthaler, früher selbst mal Chef eines Finanzamtes, schätzt, dass 15-20% des Personals fehlen. Das ist sträflicher Leichtsinn. Wer in einer Einnahmeverwaltung spart, erspart sich Einnahmen. Das ist im Grunde das Absägen des Astes, auf dem wir alle sitzen. Der Fiskus verliert jährlich 50 Milliarden Euro durch Steuerbetrug, schätzen Experten. Deutschland ist immer noch ein Traumland für Steuertrickser und Steuerhinterzieher. Mich wundert wirklich, warum der deutsche Staat diese Leute, die sich in die Büsche schlagen, die dafür sorgen, dass der Ehrliche immer mehr bezahlen muss, in der Vergangenheit nicht härter angefasst hat. Mir ist das unerklärlich.